Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. In dem heutigen Video geht es um den Duft Stronger With You Absolutely von Giorgio Armani. Und es ist ein bisschen schade, dass die kalten Tage jetzt anscheinend bald vorbeigehen, denn dieser Duft ist wirklich ein extrem geiler Gourmand-Duft, unerwarteterweise, weil die beiden bisherigen Releases von Stronger With You jetzt nicht so übertrieben krass waren, um ehrlich zu sein. Aber dieser hier ist wirklich gut und deshalb heiße ich euch herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch gerne alles erzählen, was ihr über diesen Duft wissen müsst. Also, zunächst mal muss ich sagen, es hat mich ziemlich überrascht, erstens, dass dieser Duft rauskam. Also, ich meine, wir hatten Stronger With You, Stronger With You Intensely und jetzt Stronger With You Absolutely. Und es ist nichts Neues, dass Designer einfach wieder irgendeinen Flanker raushauen mit irgendeinem behinderten Beinamen. Und ja, meistens sind die halt eben nicht besonders gut. Hier ist es jetzt aber so, dass wir einen Gourmand-Duft haben, also wirklich einen ziemlich, ziemlich süßen und nach Süßspeise duftenden Duft. Und an Duftnoten haben wir hier in der Kopfnote Bergamot, Rum, Elemiharz, in der Herznote Lavendel, Davana. Und in der Basisnote Patchouli, Bourbon-Vanille, Zedernholz und glasierte Kastanie. Und vor allen Dingen dieses glasierte Kastanie-Ding, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich zutrifft, aber es ist auf jeden Fall irgendwas Gourmand-mäßiges. Das heißt, du hast eine leicht pudrige Duft-DNA mit viel, viel Süße und so einem richtigen Nachspeise-Vibe. Ja? Also die Vanille kommt richtig schön raus und es ist halt eben so eine leichte, ja, ich weiß nicht, ob es diese Kastaniennote ist, aber so eine leicht holzige und erdige Komponente vielleicht auch noch dabei. Und das macht den Duft einfach im Gesamten sehr rund. Und ich muss auch ehrlich sagen, so von den Duftnoten her rieche ich am Anfang jetzt nicht besonders viel Rum raus. Es ist auf jeden Fall am Anfang eine deutliche Zitrus-Bergamott-Komponente dabei. Also dieses leicht rauchige vielleicht auch, was man von Bergamotte kennt, dieses scharfe und stark zitrische, das ist auf jeden Fall am Anfang mit dabei. Ich finde, dann entwickelt es sich aber in so eine etwas harzige und wirklich sehr, sehr süß gourmandige Duftkomposition. Wenn ich den jetzt mal zum Beispiel vergleiche, ein Duft, an den er mich so ein bisschen in Zügen erinnert, ist der Duft Gentleman Only Absolute von Givenchy. Und das ist zum Beispiel ein Duft, da war einfach alles viel zu viel. Also es war eigentlich auch ein Vanilleduft, aber mit so einer rauchigen Komponente mit dabei. Und der war einfach zu süß, zu synthetisch, zu rauchig und einfach zu overdose in allem, was der irgendwie gemacht hat. Und ich fand ihn absolut untragbar. Und hier haben wir eben auch jetzt so eine gewisse Vanille mit dabei. Und auch so eine leicht rauchige Note vielleicht, wobei ich würde es nicht rauchig nennen, es ist halt eher so ein bisschen pudrig. Er hat einfach gewisse Züge durch diese Vanille von dem Gentleman Only Absolute, aber halt in einer sehr, sehr zahmen Variante. Und das aber nicht jetzt ohne großartig an Haltbarkeit zu verlieren, denn dieser Duft hier hält wirklich 7, 8, 9 Stunden durch, projiziert auch richtig ordentlich und ich finde, das ist für den Preis auf jeden Fall ein richtig, richtig guter Duft. Ich muss aber ehrlich sagen, dass so eine gewisse synthetische Note auf jeden Fall noch da am Start ist. Also er hat so einen gewissen Anflug von dieser Designer-Süße, die man hat, aber wirklich bei weitem nicht so ausgeprägt, wie das bei anderen Releases der Fall ist. Und da bin ich ehrlich gesagt ein großer Fan von, weil dieses synthetisch Ding, das ist irgendwann auch einfach ausgelutscht und ich bin sehr, sehr froh, dass es hier zumindest nicht ganz so ausgeprägt ist. Also, Stronger With You Absolutely auf jeden Fall für mich ein super Release, vor allen Dingen für Temperaturen, wie wir sie jetzt draußen haben. Ich finde aber auch, dass der definitiv bis um die 5, 6, 7 Grad noch tragbar ist und vielleicht auch 10 Grad. Aber es ist auf jeden Fall ein Winterrelease. Also nicht jetzt bei 15, 20 Grad diesen Duft tragen, dann ist er einfach viel zu süß. Aber für so aktuelle Temperaturen und winterliche Temperaturen ist es meiner Ansicht nach wirklich, wirklich ein toller Duft, der auch deutlich hochwertiger riecht, als er ja kostet. Das heißt, wenn ihr da günstig rankommen könnt, würde ich sagen, schlagt auf jeden Fall zu, wenn ihr auf süßliche Düfte steht. Denn dann könnt ihr meiner Ansicht nach wirklich nichts falsch machen. Jetzt abschließend natürlich noch die Frage, hast du Stronger With You Absolutely getestet? Schreib mir deine Meinung gerne in die Kommentare rein. Was denkst du darüber? Findest du den gut oder eher nicht so? Ich bin ganz gespannt von dir zu hören. Ansonsten lass dem Video gerne einen Daumen nach oben da, wenn es dir gefallen hat. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns gerne im nächsten Video wieder. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Bis dann, dein Kai.